12-mal habt ihr gewählt, 12-mal gab es ihn oder sie, den Nachwuchssportler des Monats. Jetzt geht's um den Jahrestitel. Wählt euren Favoriten und kürt den Berliner Nachwuchssportler des Jahres. Hier gibt's nochmal alle Sportler im Schnelldurchlauf. Den Anfang machte im Januar Alisa Brückner. Die Jiu-Jitsu-Kämpferin erreichte bei der Junioren-WM in Bukarest den 5. Rang. Im Monat Februar schwamm Sunele Öztürk noch der Konkurrenz bei der Wahl zum Nachwuchssportler des Monats davon. Im Sommer nahm sie dann sogar bei der Schwimm-EM in Berlin teil. Eisig ging es im März weiter mit der deutschen Nachwuchsmeisterin im Eiskunstlaufen, Annika Hocke. Sprunggewaltig ist der Nachwuchssportler des Monats April, Lars Rüdiger, Wasserspringer und deutscher Hallenmeister der A- und B-Jugend von 3 Metern im Einzel und Synchron. Henrik Noack gewann den Monat Mai für sich, ebenso wie die deutschen U18-Meisterschaften im Judo. Im Juli gewann die erste paralympische Athletin den Titel Nachwuchssportler des Monats, Lea Stengel, wurde aber auch 8-mal deutsche Jugendmeisterin. Im Monat Juli jubelte ebenfalls eine Wasserratte, die Wasserspringerin Elena Wassen wurde 5-mal Erste bei den deutschen Jugendmeisterschaften. Wasser die 4. im August, da gewann Anna Dieterle den Nachwuchssportlertitel, sie ist 4-fache deutsche Jugendmeisterin. Lisa Marie Quayet sprintete im Monat September der Nachwuchssportler-Konkurrenz davon. Die 17-Jährige sicherte sich Bronze bei der U20-WM über 4x100 Meter. Längere Strecken bezwingt der Nachwuchssportler des Monats Oktober, Thilo Brill. Er wurde deutscher U18-Meister über 1500 Meter. Der Sieger im Monat November ist mit dem Rad unterwegs. Er wurde unter anderem im Zeitfahren bei den deutschen Meisterschaften Zweiter. Und die letzte Nachwuchssportlerin des Monats war Lea Wolf. Die Turnerin holte in ihrer Altersklasse den Kadercup im Mehrkampf. Jetzt seid ihr dran. Wer hat es eurer Meinung nach am meisten verdient, Nachwuchssportler des Jahres zu werden? Stimmt ab bis zum 16. Januar und gewinnt ein Sportwochenende in Berlin mit 2 VIP-Tickets für das Istaf Indoor sowie eine Übernachtung im Hotel Columbus. Wir wünschen viel Glück.